Die Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen war in der brandneuen Talkshow ARD-Sendung von Karin Wörschke eingeladen und hat sich in dieser Sendung mal dazu geäußert, dass vor einigen Wochen ein Bild aufgetaucht ist, wo sie im Kriegsgebiet mit High Heels zu sehen war. Also man könnte meinen, in diesem Kriegsgebiet wurde da zu einer Modenshow verwandelt. Hat sie sich mal dazu geäußert und ihre Antwort hat sie wirklich mal komplett entlarvt, denn ihre Antwort war gar keine Antwort. Sie hat sich versucht drum zu drücken. Sie hat die Frage einfach in keinster Weise beantwortet. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht mehr drum herum. Wir schauen uns das vielleicht auch im Folgenden und alle Details drum und dann an. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Bevor wir reinstarten, geben Sie dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dass diese wichtigen Inhalte auch viele Leute erreichen. Denn es ist einfach nur unglaublich, dass diese Frau die Außenministerin ist, in einem Kriegsgebiet High Heels trägt, das Ganze zu einer Modenshow macht, sich in Setzt, wie es Frau Mioschka auch gesagt hat, wir werden es nämlich gleich mal anschauen, und dann gleichzeitig die Frage auf die Frage von Mioschka einfach ausweicht und sie nicht beantwortet. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht mehr drum herum. Wir schauen uns jetzt direkt mal an, was die Außenministerin in dieser Sendung von sich gegeben hat. Frau Baerbock, als Sie vor genau 14 Tagen in der Ukraine waren, das letzte Mal, da haben Sie das südukrainische Mykolaiv besucht. Und als Sie dort waren, hat das Sicherheitspersonal eine russische Aufklärungsdrohne entdeckt. Und man weiß, dass meistens... Das ist außerdem das Bild, das so massiv in den Medien rumgegangen ist, wo man hier Frau Baerbock sieht und viele anderen Männer. Und dann hier sieht man halt einfach ihr Schuhwerk. Es sind halt wirklich High Heels. Und wenn man sich mal den Hintergrund anschaut, wie das hier alles aussieht, also komplett alles zerstört. Und dann Frau Baerbock im Mittelpunkt in der Szene des Bildes hier mit diesen High Heels. Das hat halt für einen riesigen Tumult auch in den Medien gesorgt, da das Ganze auch oftmals als Inszenierung der Außenministerin bezeichnet wurde. Aber ich würde sagen, wir reden auch gar nicht drum herum. Wir schauen uns jetzt mal ihre Antwort an, denn die ist wirklich sehr, sehr interessant. Nachdem man solche Drohnen entdeckt hat, auch ein russischer Angriff von Drohnen oder Raketen folgt. Haben Sie in dem Moment gedacht, das soll jetzt mir gelten? Nein, das habe ich nicht gedacht. Und wir waren auch nicht da, wo das Bild ist, sondern wir waren eigentlich auf einem Feld. Ja. Und deswegen sind wir dann sehr schnell in die Autos. Das waren natürlich gepanzerte Autos, weil wir eben nicht in der Stadt waren, sondern auf diesem Feld. Haben wir auch mit deutscher Unterstützung ein deutsches Start-up ein Wasserkraftwerk besichtigt, weil nämlich ganz interessant, wir schauen uns jetzt auch gleich noch kurz zu Ende an, aber seht ihr, was ich meine? Hier wird die Frage auf diese Mondschau, also wie sieht ihr die High Heels Regel, wie sie sich in Szene setzt, wird hier in keinster Weise beantwortet, es wird einfach vom Thema abgelenkt. Schauen wir mal noch schnell weiter. Die Russen vor über einem Jahr das ganze Wasserversorgungswerk dieser Stadt zerstört hatten und die Menschen mussten einen Monat ohne Trinkwasser leben. Und dann konnte auch mit Hilfe eines deutschen Startups eben die Wasserversorgung wiederhergestellt werden mit Solaranlagen auf dem Dach. Und ja, aber als dann deutlich wurde, dass da diese Aufklärungsdrohne kreiste und kein Bunker in der Nähe war, sind wir eben dann in diese Fahrzeuge gegangen. Ich habe das auch schon vorher erlebt, aber das war jetzt mein sechster Besuch. Es war die Frage ist, wenn man sich das anhört, wir haben es auch lange genug laufen lassen, wo ist denn der Zusammenhang? Und das hier will ich mir als Beweis anzuführen. Wir sehen hier dieses Bild, wo diese Schuhwerke getragen wird. High Heels im Kriegsgebiet, kann jeder machen, wie will. Aber wenn man Bundesaußenminister ist, hat man ja auch eine gewisse Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit und so halt im Kriegsgebiet sich in Szene zu setzen und aufzutreten. Und hier im Hintergrund ist halt dann an der Stelle schon fragwürdig. Und im Zuge dessen wurde in den Medien auch oft von einer Inszenierung der Außenministerin gesprochen. Denn man muss sich schon wirklich mal fragen, Frau Mioschka hat es ja auch gesagt, denken Sie, der Augenblick hat Ihnen gegolten? Also, dass Frau Baerbock sich einfach diesen Augenblick nimmt. Sie weiß, viele Leute schauen darauf. Das ist ein elementares Ereignis, dieser Anschlag, weil da wirklich auch Leute ums Leben gekommen sind. Es wieder mal eine große Zerstörung ist. Sie weiß, viele Augen sind darauf gerichtet. Und dann zieht sie sich so an, setzt sich so in Szene. Die Frage ist halt einfach, ob das der Situation angemessen ist. Und das vor allem, wenn sie Außenministerin ist, wo halt auch wirklich ja die Pflicht hat, Deutschland im Ausland zu repräsentieren, so wie sie es kann, die deutschen Interessen, das deutsche Volk. Und das ist ihre Aufgabe als Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland. Also sie repräsentiert nicht irgendein anderes Land, sondern sie repräsentiert Deutschland, was man auch mal ganz klar sagen muss. Und dann, wenn man mal anschaut, wie sie auf die Frage von Karin Mioschka antwortet, dann ist ganz interessant, dass sie ausweicht. Sie redet über Wasserkraftwerke, über ein feindliches Unternehmen. Das mag ja alles schön und gut sein auf der einen Seite, aber die Frage hat sie nicht beantwortet. Das muss man mal ganz klar so festhalten. Und das ist halt einfach ein Punkt, der sich da auch bei den Grünen durchzieht. Nicht nur bei ihr, auch beim Habeck, der, wenn er die Fragen beantwortet, beispielsweise wie hoch denn der Energiestrompreis ist, sich immer komplett blamiert. Oder auch nicht nur er, eine Ricarda Lang, in Bezug auf die Rente, wo sie gefragt wurde, wie hoch ist sie. Ricarda Lang hat daraufhin gesagt 2000 Euro. In Wirklichkeit ist die durchschnittliche Rente viel niedriger, und zwar nur 1543 Euro, was echt wenig ist, wenn man mal
das vergleicht mit dem, was Ricarda Lang gesagt hat. Also kommt mit der Realitätsferne, worauf ich auf jeden Fall hinaus will. Wir haben hier bei Frau Baerbock eine Außenministerin, die die Frage nicht beantwortet. Und es stellt sich halt einfach die Frage, wie kann Frau Baerbock so auftreten? Wie kann sie auch in dieser Talkshow so etwas bringen? Denn sie ist ja, sie wird von den deutschen Steuerzahlern gezahlt. Sie sollte eigentlich auch uns mal eine Antwort darauf geben, wieso sie sowas macht. Und die wird halt dringlich vermisst. Und deswegen wird auch der Frust auf sie immer größer. Frau Baerbock hat ja, wenn man sich mal die Umfragen anschaut, massive Einbußen. Nicht nur sie, sondern auch ihre gesamte Partei. Und das ist halt am Ende des Tages besonders auf prominente Personen wie Frau Baerbock, Herrn Habeck, Ricarda Lang, die immer wieder auftreten, große mediale Aufmerksamkeit haben, generell auch Minister, Parteichefs, große Posten haben, Umi Nuripur. Und wenn die halt dann so auftreten wie in der Talkshow, was wir uns angeschaut haben, die Fragen nicht beantworten, ums Thema herumreden, dann muss man sich schon wirklich fragen, nicht nur, wie sind diese Leute für ihre Ämter geeignet, sondern auch, können diese Leute überhaupt in diesen Ämtern noch lange verweilen? Denn so ein Auftreten und generell die Zustimmung vom deutschen Volk wird ja immer noch kleiner. Aber ich würde sagen, jetzt habe ich das Ganze mal objektiv analysiert. Lassen Sie mich sehr gerne Ihre Meinung jetzt mal in den Kommentaren wissen, was Sie davon halten oder beziehungsweise ob Sie was davon halten. Kommentieren Sie es, geben Sie mir einen Daumen nach oben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, damit diese Inhalte wirklich mal viele Leute erreichen. Denn es ist einfach nur schockierend, wie die Außenministerin einfach sich um die Frage herum drückt und einfach voll die Kontrolle verliert und einfach irgendwas sagt, was in keinster Weise eine Antwort auf die Frage ist. Und damit beende ich jetzt auch das Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Machen Sie es gut.